Hallo und herzlich willkommen im Schneetreiben. Ich muss sagen, ich bin ein größerer Fan von Niederschlag im Winter als im Sommer. Also ich habe lieber Schneefall als Regen. Das Schöne ist heute auch, es geht kein Wind. Es ist nur der Schnee und das ist dann ganz angenehm. Und es ist auch gar nicht so kalt. Ich glaube minus 3 Grad oder so hat es. Es ist noch trocken genug, dass der Schnee nicht gleich schmilzt. So, schauen wir mal, was das Camp macht ohne Zelt. Aber ich habe was anderes dafür dabei. Schaut ja ganz verlassen aus hier. Wir können schauen, wie viel es seit dem letzten Mal geschneit hat. Und es sind 18 cm. Schön. Das meiste davon ist heute, glaube ich, runtergekommen. Schneit schon seit den frühen Morgenstunden. So, jetzt werden wir da kurz ein bisschen Platz schaffen. Die Frage ist, was mache ich hier eigentlich, wenn da gar kein Zelt da steht? Ich habe heute mein Campingzelt hier mit dabei, das ich testweise aufbauen möchte, genauso wie meine neue Schlafmatte und auch meinen alten Schlafsack mal wieder ausprobieren. Nächste Woche plane ich nämlich auf eine größere Reise in den Norden zu gehen und deswegen möchte ich die Ausrüstung mal wieder testen, bevor ich unterwegs bin und dann mitten am Berg merke, oh, das passt ja gar nicht. Genau, deswegen werde ich die Plattform jetzt von Schnee befreien und das Zelt erstmal aufstellen. Oh, ich entdecke gerade meine Notration an Schokolade. Sehr gut, dass ich das vergessen habe. Wenn es Sturm wäre zum Beispiel, ist der Vorteil, man kann das Zelt bis zu dem Punkt liegend aufbauen. Und dann nimmt man einfach das Ende und zieht es auf. Das ist der Vorteil an Tunnelzelten. Nur ist jetzt die Plattform zu kurz. Mal schauen. Das ist übrigens nicht das erste Zelt, das ich diese Woche aufgebaut habe. Hallo? Der ist gar nicht scheu. Servus. Es kann sein, dass das der ist, den ich letzte Woche vom Boden aufgehoben habe, weil da ist so eine Glasscheibe bei der Veranda. Und da ist einer von denen dagegen geflogen. Hat lange gebraucht, bis er wieder zu Sinnen kam. Haben recht lange in der Hand gehalten, ein bisschen gewärmt. Wir haben uns unterhalten und genau, vielleicht ist das der jetzt, der sich ein bisschen um mich gewöhnt hat. Aber trotzdem, wahrscheinlich wird er jetzt gleich wegfliegen. Ja. Mal schauen, ob wir da diese Platte daher geschraubt bekommen. Ist recht groß. Dann hol dir mal das Zelt. So. Das ist echt großartig. Nachdem das wie beim Originalzelt auch so ist, haben wir da ganz viele Luken, wo wir das am Boden festschrauben können. So. Machen wir das so, dass wir uns das da mal wegsippen. Wir schrauben es nicht ganz rein. Nur so halb. Das ist grandios. Und ich werde nicht jedes reinschrauben, das wäre ein bisschen zu viel. Nehmen wir jedes zweite. Einfach, dass es stabil ist, auch bei Wind.
So, dann die Mittelstange. Die hat sogar eine Öse hier oben. Okay. Auch die Bodenlaschen sind vorhanden, wo man die einhängt. Das ist so herrlich. So, jetzt werden wir noch die Schnüre nach außen abspannen. Das machen wir in der Verlängerung von der Naht. So, die Schnur da ganz vorne, die nehmen wir weg. Die wäre hier nur im Weg. Aber die Eingangs, also den Eingang, den können wir hier festbinden, natürlich, wie beim echten Zelt. So, um diese Kamera da drinnen zu positionieren und mit genügend Strom zu versorgen, müsste ich auch ein Kabel reinlegen. Und es gibt diese seitlichen Lüftungsschlitze. Das ist allerdings ein Fliegengitter davor. Ich denke, ich werde mir hier einfach ein Loch reinschneiden, wie beim großen Zelt für den Ofenausgang. Schauen wir mal, ob wir da hinten aufmachen können. Wunderbar, dann werden wir hier ein kleines Loch reinschneiden. Verzeihung, liebes Zelt. So, sollte groß genug sein für das USB-Kabel. Jetzt brauche ich eigentlich noch so ein Mini-Solarpanel. Dann wird es wieder stimmen. So. So. Und dann geben wir da mal was rein. Und hier etwas als Anreiz. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde mir jetzt rein ins Warme setzen und mal die Vögel beobachten. Den nehmen wir auch mit rein, damit wir uns morgen früh wieder ausgraben können. Wird langsam eng. Da herinnen. So schön da herinnen, wenn man so geschützt ist von der Welt draußen. So, es ist Zeit zum Schlafen gehen. Es schneit immer noch, wie man es vielleicht hört. Draußen hat es minus 4 Grad. Hier herinnen ist ein bisschen wärmer. Mal schauen, wie es in der Nacht wird. Jetzt muss ich erstmal in den Schlafsack hinein manövrieren. In dem engen Platz gar nicht so einfach. So, alles was nicht zu kalt werden sollte, wie Kameraakkus zum Beispiel, das kommt mit in den Schlafsack. Dann schauen wir mal, wie die Nacht wird. Guten Morgen. Es hat einiges geschneit in der Nacht. Ich habe immer wieder mal, wenn ich ein bisschen wach war, den Schnee runtergeklopft. Ich sehe schon, dass da eindeutig mehr draußen liegt. Dann ziehe ich mich mal an und wirf mal einen Blick nach außen. So, dann schauen wir mal da raus. Ja,
Ja, ja. Das geht eigentlich. Gar nicht so schlimm. Da am Eingang ist noch viel, was vom Zelt runtergekommen ist. Die Testnacht war auf jeden Fall erfolgreich. Nächste Woche geht's mit der Ausrüstung dann auf eine Skitour in die schwedische Wildnis. Aber zuerst noch zurück zum anderen Zelt. So, wir machen nochmal ein bisschen den Schnee weg. Und ein paar noch von draußen. So, schauen wir mal, wann sie denn kommen. Vor 2 Tagen habe ich das Zelt zum ersten Mal aufgestellt. Und am ersten Tag eben waren sie noch sehr scheu. Aber mittlerweile gehen sie immer schon rein und raus. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis sie sich jetzt hertrauen. Da hinten sitzt eine Meise. Oh, da kommt der erste. Besonders cool. Die trauen sich auch zu zweit her, die Meisen. Oh, sogar oben auf dem Zelt. Oh, 3 auf einmal. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir da alles für Vögel haben. Also die Kohlmeisen, die erkenne ich, und die Blaumeisen, die sind recht einfach zu erkennen. Eben wegen dem schwarzen und dem blauen Kopf. Die Meisen, die braun sind, das ist ein bisschen schwer zu unterscheiden. Da gibt es unterschiedliche. Das könnte eine Sumpfmeise sein, eine Tannenmeise oder eine Weidenmeise. Wir mal schauen. Oh, da ist das jetzt eine. Okay, die hat oben nur schwarz und vorne. Das ist eine Weidenmeise, von dem, wie es aussieht. Oder Sumpfmeise. Die sind sehr ähnlich. Ich habe mal gelesen, dass man die eher nur am Ruf erkennen kann. Jetzt kommen plötzlich wieder alle. Das war interessant, weil vorher waren jetzt gerade einige Minuten keine da. Gerade wieder die 2 Sumpfmeisen da. Das ist das skeptische Kleiber, der ist ein bisschen kleiner als die anderen 2 und der schaut immer ganz vorsichtig herum, ob irgendeine Gefahr da ist. So, ich glaube, ich könnte noch stundenlang da sitzen, weil man weiß ja nie, ob noch was passiert, kommen noch andere Vögel her, passiert irgendeine lustige Situation. Aber fürs Erste war es das jetzt mal. Vielleicht werde ich die nächsten Tage einfach noch öfters ein bisschen was mitfilmen, und wenn es was Spannendes zu sehen gibt, dann zeige ich es euch auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche euch selber viel Zeit in der Natur, beim Vögelbeobachten vielleicht, und bis zum nächsten Mal in Jojos Camp. Ciao!